Bienen. Geflügelte Superhelden mit Fähigkeiten, die selbst so manchen Zweibeiner überfordern. Entschuldigung, ich mache das zum ersten Mal. Xenius begibt sich heute auf eine Schatzsuche und taucht tief ein in die Welt der Bienen. Bonjour à tous, recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Der Honig ist, glaube ich, der leckerste, den ich je geschleckert habe. Der ist direkt aus der Wabe getropft. Bienen sind ja so wichtige Tiere, man darf ihre Funktion nicht unterschätzen, sowohl für unser Ökosystem als auch für diesen köstlichen Honig. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich mir das Gewusel in dieser Wabe da anschaue, mir graust, ich bin Insektenphobikerin. Das sieht ja immer so ein bisschen aus wie italienischer Strand zur Hauptsaison, da geht alles durcheinander. Da steckt aber tatsächlich ein System dahinter und zu diesem System gehört auch eine Sprache. Die Bienen, die sprechen miteinander und das alles befähigt die Bienen erst zu ihren Höchstleistungen. Und jetzt kommt's, die Sprache der Bienen, die werden der Gunnar und ich heute lernen. Wir sind deswegen am Biozentrum der Universität zu Würzburg und ich denke mal, dass Bienerisch ungefähr so kompliziert ist wie Latein. Sie erinnern sich, sum, 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 sumus, summt. Ungefähr, so war das dumm. Es wird Zeit, dass wir die Sprache der Bienen lernen, weil die machen ja so viel für uns. Honigbienen, die wie hier im nahen Rapsfeld Pollen und Nektar sammeln, erweisen keineswegs nur dem Imker einen Dienst. Auch der Rapsbauer kann später bei seinem von Bienen bestäubten Feld mit 30% mehr Ertrag rechnen. Die Bestäuberprofis fliegen als Generalisten eine Vielzahl von Blüten an. Das ist wichtig, denn etwa ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion wird von Bestäubern beeinflusst. Der Honig, den Imker Ivan Čurić später verkauft, ist nur ein Bruchteil dessen, was die Bienen durch Blütenbestäubung erwirtschaften. Die großen Erntezugewinne sind quasi ihr unbezahlter Service. 21 Tage lang wurden sie in den Ammenzellen gepflegt. Jetzt müssen die neu schlüpfenden Arbeitsbienen ihren Wabendeckel wegknabbern. Das Schlüpfen dauert oft Stunden. Dann beginnt ihr arbeitsames Leben, von dem sie den Großteil im Bienenstock verbringen. Doch die wichtigste Aufgabe der Bienen, die Bestäubung von Pflanzen, können die Honigbienen alleine keinesfalls gewährleisten. Denn nicht jede Biene passt auf jede Blüte. Und die Honigbienen sind noch nicht einmal die effektivsten Blütenbestäuber. Viel effektiver sind ihre wilden Verwandten, Wildbienen, zu denen auch die Hummeln gehören, die etwa spezielle Rütteltechniken anwenden. Auch Wildbienen bestäuben Nutzpflanzen. Und sie brauchen artenreiche Blumenwiesen, auf denen sie noch genügend Nahrung finden können. Hans-Joachim Flügel auf Bienensuche. Der Blütenökologe erforscht seit 30 Jahren Wildbienen in seiner Region. Doch die Tiere werden immer weniger. Ich merke es einfach nur, wenn ich rausgehe mit dem Netz, dann brauche ich unendlich viel länger, bis ich überhaupt mal eine Wildbiene sehe. Der Forscher unterstützt die Tiere mit großen Nisthilfen in seinem Garten. Doch das allein wird nicht helfen, den Rückgang der so wichtigen Wildbienen zu verhindern. Dabei ist das Problem bekannt. Die Blütenarmut, wenn Sie sich in die Landschaft mal anschauen, wunderschön, wunderschön grün, aber nichts Blühendes mehr. Dann kommt an Straßenrändern manchmal noch, die Feldränder sind meistens untergepflügt, aber an Straßenrändern, wenn da was blüht, dann kommt die Straßenmeisterei und mäht alles auf einen Schlag weg. Dann ist die Biene, die fliegt vielleicht 100 oder 200 Meter bestenfalls, um zu sammeln, denn verhungert die, kann keine Nachkommen ziehen. Mangel an Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten, aber auch Pestizideinsatz sorgen dafür, dass immer mehr Wildbienen regional aussterben. Je nach Landschaft gibt es da aber große Unterschiede. Auch die Honigbienen leiden unter Spritzmitteln, Futtermangel und einseitiger Ernährung. Imker Ivan Čurić muss mit seinen Tieren der Blüte hinterherreisen. Spät am Abend werden die Völker verladen und kommen an ein 100 Kilometer entferntes Feld, wo es noch genügend Blütentracht gibt.
Als landwirtschaftliche Nutztiere werden Honigbienen seit Jahrhunderten gezüchtet. Sie sind auf spezielle Eigenschaften hin optimiert, wie Sammelleistung und Friedfertigkeit. Allerdings sind sie, wie andere Zuchttiere auch, anfälliger für Krankheiten und Parasiten. So wie die Varroa-Milbe, ein Honigbienenparasit, der seit den 1970er Jahren die Völker befällt und schädigt. Durch konsequente Behandlung der Völker, wie hier mit Ameisensäure, lässt sich das Problem eindämmen. Honigbienen und Wildbienen sind gefährdet in einer Landschaft, die immer ärmer an Pflanzenvielfalt wird. Wir Menschen machen ihnen das Leben schwer und vergessen dabei oft, dass gerade wir von ihren Fähigkeiten besonders profitieren. Die Caro und ich, wir sind nach wie vor unterwegs am Biozentrum der Uni Würzburg. Und jetzt haben wir Bienensprachkurs mit Professor Ingolf Stefan Deventer. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie sprechen die Bienen jetzt zum Beispiel? Sagen die, hey, das ist ein Fernsehteam da? Also reden die mit Worten oder kommunizieren die über Duftstoffe? Die Honigbienen haben eine spezielle Form der Kommunikation entwickelt, eine symbolische Tanzsprache, mit der sie Informationen weitergeben können an ihre Sammelgenossinnen, die eben auch Pollen und Nektar sammeln. Also eine symbolische Tanzsprache. Und wie tanzen die jetzt das Wort Stau? Wenn wir hier vor dem Flugloch stehen und die normale Flugbahn versperren, dann machen sie was anderes. Sie kommen vielleicht an und stechen uns oder attackieren uns. Aber da hoffen wir mal nicht drauf. Diese Tanzsprache ist das ganz Einzigartiges, weil sie damit den anderen Stockgenossinnen sagen können, hey, da hinten, 500 Meter entfernt in die Himmelsrichtung, da ist ein besonders schönes Blumenfeld mit viel Nektar und Pollen. Und das ist eigentlich das Faszinierende, was die Honigbienen können, was keine andere Bienenart kann, in dieser Form zu kommunizieren. Wo wird denn diese Information gegeben? Die haben ja keine Versammlungshalle, wo alle darauf warten, dass der Kundschafter vorbeikommt und seine Informationen weitergibt. Wie machen die das? Ja, man redet von einem Tanzboden. Ja. Wir können vielleicht einen ganz kurzen Blick mal hier in diesen Schaukasten werfen. Das ist also so eine Möglichkeit, wie man solche Bienentänze beobachten kann. Die gute Nachricht auch ist, es ist eine Glasscheibe ist davor, ich bin sicher. Ja, wir können die Glasscheibe auch abmachen. Nein, das würde zu weit führen. Wir können ja mal die Klappe hier wegnehmen, dann haben wir ein besseres Blickfeld. Ist ganz schön was los. Da ist ordentlich was los. Ich bin so froh, dass eine Scheibe davor ist. Wir sehen hier auch wunderschön die Bienen tanzen. Die tanzt. Diese hier tanzt und man sieht, die läuft also eine gerade Bewegung in eine bestimmte Richtung, dann läuft sie zurück, macht wieder diese schwänzelnde Bewegung, läuft wieder zurück. Also die Info steckt im Popo wackeln. Die Info steckt im Popo wackeln und in einigen anderen Informationen, die mit dem Bienentanz weitergegeben werden. Mhm. Wollen wir hier zumachen für Caros Seelenheil? Mach mal wieder zu, die Bienen mögen das nicht, wenn es so lange hell bleibt. Ja. Und das Ganze können wir uns veranschaulichen an so einer kleinen Skizze. Hier ist unser Bienenvolk, hier ist die Sonne, hier sind also die Blümchen, von denen der Pollen stammt. Und die Biene sammelt hierhin, hier ist die Sonne. Wir haben also hier einen gewissen Winkel, oh Gott, nicht sagen wir 40 Grad. Und als Referenz verwenden die Bienen die Schwerkraft. Das heißt, die Richtung, in die die Schwerkraft wirkt, das ist die Richtung, in die die Sonne steht. Und wenn jetzt eine Biene, wie wir das eben gesehen haben, diese Tänzelbewegung macht in einem gewissen Winkel zur Senkrechten, dann gibt dieser Winkel zur Senkrechten, der gibt an, in welchem Winkel zur Sonne die Trachtquelle sich befindet. Also Moment. Ich bin jetzt die Biene. Ich komme da jetzt rein und jetzt möchte ich meinen Fellow Bees sagen, Blume in der Richtung. Genau. Ja? Das heißt, ich stell mich dann so hin und mach so. Oder wie? Ja, sie würden über die Wabe tanzen in die Richtung. Bei mir schaltet gerade so ein ganz natürlicher Reflex ein, dass ich es einfach nicht verstehen will, sobald was mit Mathe ist. Oh je, dann schalte ich völlig ab. Dann machen wir ein Praxisbeispiel. Ja, bitte. Also, wir haben die Sonne, die steht hier. Wir haben da vorne eine wunderschöne Blumenwiese beobachtet. Wir sagen, das ist ungefähr ein Winkel von 40 Grad. Ja. Wenn die Biene jetzt heimkommt und auf der Wabe tanzt, dann würde sie genau diesen Winkel zwischen der Tracht und der Sonne verwenden, um so auf der Wabe zu tanzen. Und die Tracht ist das Essen? Die Tracht ist das Essen, ja. Also wir haben jetzt hier erstmal eine Information des Tanzes verstanden. Ja. Das ist die Richtung, die Himmelsrichtung. Jetzt kommt die Entfernung dazu. Aber ist genau. Und diese Entfernung wird
kodiert über die Geschwindigkeit, mit der diese Schwänzelbewegung gemacht wird, oder die Dauer, korrekter gesagt. Das heißt, wenn Bienen sehr schnell tanzen, zurücklaufen, wieder schnell tanzen, zurücklaufen, nicht so weit weg, dann ist es nah. Mhm. Wenn sie ganz lange diese Schwänzelbewegung machen, langsam zurücklaufen, dann ist es eben sehr weit entfernt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben ja jetzt was vor. Wir sollen ja jetzt die Tracht finden. Also genau. Wo die Bienen hier sammeln gegangen sind. Das heißt, wir setzen uns jetzt mit einer Stoppuhr hin, oder? Das erkläre ich Ihnen jetzt mal. Es ist gar nicht so schwierig. Und wir brauchen nur ganz... Halten. Ja, gerne. Halten und vielleicht kann einer von Ihnen auch noch mal die Tür hier aushängen. Dann können wir da schöner reinschauen. Okay, das läuft unter Traumatherapie. Ja, genau. Die Klappe auf. Man muss sich ja seinen Ängsten stellen. Und dann kann man die einfach rausheben, die Tür. Schatz, bewundere ich dich. Ich bin so mutig. Aber du siehst ja, dass ich nur hier anfasse, damit ich nicht in perfekt. Die Einflugschneise kann. Genau, jetzt haben wir hier freien Blick, dass man beide Hände frei hat. Und also hier den rechten Knopf drücken, Start, Stopp. Okay, wie mache ich es jetzt wieder weg? Jetzt, Achtung, Achtung, fertig. Oh nee, jetzt hat sie aufgehört zu tanzen. Ach Mensch, hey. Ja. Jetzt? Stopp. Was? So schnell? Nee. Ja, solange sie schwänzelt. Nee, aber man würde möglichst viele Umläufe beobachten. Also wenn wir die Biene 5-mal oder 6-mal beobachten, wie sie diesen Umlauf macht in eine bestimmte Richtung, dann haben wir eine genauere Messung. Da kommt eine neu reingeflogen. Schaut mal da mit vollen Die ist aber beladen. Die ist sehr die schön ist beladen, ja. Und auch so schön orange. Man sieht auch sehr schön, wie die Bienen folgen. Ja, ja. Ja, die tanzen jetzt mit, das ist ja Wahnsinn. Ach. Gut, 14. Dann haben wir jetzt eine schöne Zeit. Ja. 45 Sekunden, 14 Umläufe. Damit haben wir auch eine ziemlich genaue Messung. Also der Winkel war 210 Grad. 210 Grad. Und was war es jetzt? 45 Sekunden, 14 Umläufe. Das sind 3,2. Genau, jetzt können 3,2. Wir an die Auflösung gehen. 900 Meter. 210 Grad ausgehend von der Sonne. Die Sonne ist da. Mhm. Richtig? Ja. Macht man das so? Die Sonne anpeilen, der Kompass, ja, Sie können das so. Auch. Ja, so. Entschuldigung, ich mache das zum ersten Mal. 160 plus 210. Das sind 370. Also 10 Grad, also in diese Richtung irgendwo wird unsere Trachtquelle liegen. Gut, und dann hatten wir 3,5 Zentimeter. So, ungefähr hier. Blöd. Gut, das heißt, wir fahren jetzt in dieses Strässelchen. Welche Farbe hatte das Pollenhöschen? Orange, das war der einfachere Teil. Orange. Herr Professor, danke für die Denksportaufgabe. Wir gehen jetzt unsere Fahrräder suchen und in der Zwischenzeit tauchen wir für Sie mal ganz tief ein in so einen Bienenstock. Der Bienenstock, eine Firma mit bis zu 50.000 Mitarbeitern. Die Kommunikation per Tanzsprache ist hier nur eine von vielen Errungenschaften. Bienenforscher Jürgen Tautz vergleicht seine Völker gerne mit gut laufenden Fabriken. Mehr als die einzelne Honigbiene zählt das große Ganze. Bienen bilden insgesamt sogenannte Superorganismen. Diese Superorganismen haben eine ganze Reihe von Vorteilen im Alltag. Erlaubt es den Bienen, viele Dinge gemeinschaftlich zu erledigen, die eine einzelne Biene nicht erledigen kann. Und die Tiere können gemeinsam besser überleben. Eine Biene allein stirbt, wenn die Temperatur auf 4 Grad Celsius sinkt. Doch wenn sie als Superorganismus eine Traube bilden, meistern Honigbienen auch Temperaturen von minus 40 Grad Celsius mühelos. So überstehen sie den Winter. Für uns Menschen ist dieser Superorganismus nicht zuletzt aus einem Grund interessant, der Honigproduktion. Die Bienen arbeiten wie ein guter Betrieb, eine Honigfabrik. In den 30 Millionen Jahren ihrer Geschichte haben Bienen besonders Effizienz gelernt. Das heißt, einen maximalen Output mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen. Ein Traum für jede Firma, die vom Menschen betrieben wird. Das Geheimnis? Arbeitsteilung. Jede Arbeiterin übernimmt im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Rollen. Es gibt Ammenbienen, die sich um den Nachwuchs kümmern. Baubienen, die die Waben errichten.
und Sammlerinnen, die als Außendienstmitarbeiterinnen Pollen und Nektar bringen. Der Nektar wird im Betrieb von den Honigmacherbienen umgewandelt. Die meiste Zeit ihres Lebens arbeitet die Biene im Stock oder am Eingang, fächert etwa als Kühlbiene Luft nach innen. Erst als Seniorin fliegt sie raus zum Sammeln. Den Nektar saugt sie in einer speziellen Honigblase auf. Eine Biene transportiert bei einem Flug etwa 50 Milligramm Nektar. In einem Bienenstock kommen an blütenreichen Tagen rund 3 Kilogramm Nektar zusammen, die zu Honig verarbeitet werden. Teamwork. Nur so kam der Ruf der fleißigen Biene zustande. Wenn wir Bienen individuell verfolgen, ihre Ausflugsanzahl registrieren, sind es nicht mehr als 3-4 Ausflüge am Tag. Was wirklich keine eindrucksvolle Fleißarbeit darstellt. Also in der Summe, alle Bienen zusammen können am Tag bis zu 7 Millionen Blüten besuchen. Ein gut funktionierendes Matriarchat. Denn alle arbeitenden Bienen sind Weibchen, draußen und im Stock. Eine Firma in Frauenhand. Die männlichen Drohnen, die keinen Stachel besitzen und deshalb auf die Hand genommen werden können, arbeiten nicht. Sie haben nur eine Aufgabe, die Königin zu begatten. Diese hält das ganze Volk zusammen. Vom Namen her ist sie die Herrscherin, hat aber weit weniger Macht als ein Chef in einer Fabrik. Ihr Alltag? Eintönig. Kopf in Wabenzelle stecken und wenn diese leer ist, ein Ei einlegen. Rund 2000 Mal am Tag. Dafür füttern die anderen Bienen sie mit einer speziellen Nahrung, dem Gelée Royal, dem Königinnengel. So kann sie bis zu 5 Jahre leben und nicht nur 6 Wochen wie die Arbeiterinnen. Diese schlüpfen aus normalen Zellen. Für die Königin bauen sie eine besondere Zelle, eine Weiselwiege. Das Volk sucht aus, welche Larve es durch das Gelée Royal zur Königin füttert. So haben Bienenvölker Millionen Jahre überdauert. Jürgen Tautz und sein Team untersuchen mit Hilfe von Sensoren und Kameras, was die Honigfabrik besser macht als menschliche Firmen und was Unternehmer daraus lernen könnten. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass ein Bienenvolk insgesamt sich eine sogenannte stille Reserve leisten kann. Das heißt, viele Bienen machen meistens gar nichts, sind untätig. Sind aber allzeit bereit, loszulegen, wenn sie gebraucht werden. Damit die Bienenfirma weiterläuft. Ein Unternehmen, das seine Arbeiterinnen nicht ausbeutet, sondern dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Der Gunnar und ich sind immer noch unterwegs auf dem Campus der Universität zu Würzburg und wir haben schicke E-Fahrräder geliehen und wir haben den Dr. Hertel da, der sich hier auskennt und Sie kennen sich auch mit den Bienen aus und Sie haben schon gesagt, der graue Punkt auf unserer Karte, den haben Sie auch nach vielen Beobachtungen auch markiert bei den Bienen. Dort scheint halt irgendwie eine Futterquelle zu sein, die für die Bienen interessant sind. Also der Gunnar hat es wirklich richtig berechnet, diesen grauen Punkt. Wahnsinn. Jetzt bin ich selber auf mich stolz. Waren Sie schon mal an der Stelle? Ich war noch nie an der Stelle. Okay, ist auch für Sie Neuland, dieser Punkt. Genau. Okay, los geht's. Komme! Die Schatzsuche beginnt und der Moment der Wahrheit rückt näher. Haben Caro und Gunnar den Schwänzeltanz richtig entschlüsselt? Was werden sie am markierten Zielort finden? Sie sind aber gescheit zielsicher. Hier könnte es sein. Ja? Das da. Das also, ist es. Ich vermute mal, also hier gibt es auf jeden Fall also Pollen, also diese Pflanzen, die da wachsen, produzieren den Pollen von der Farbe her, den wir suchen. Und die Richtung und Entfernung stimmt auch. Die stimmt heißt also, die Pflanze? Die stimmt auf 50 Meter genau. Und diese Pflanze, die da gelb blüht, das ist das orientalische Zackenschötchen. Die haben Sie sich doch ausgedacht, Dr. Hertel. Nicht Nein, Ihr Ernst. Habe ich nicht. Wie heißt das orientalische Zackenschötchen? Genau. Ab sofort meine Lieblingspflanze. Das da? Das? Ja, das, genau das. Komm, gib Pfötchen. Also jetzt müssen Pfötchen. Wir mal schauen, ob wir ein paar Bienen finden. Ja. Hello again. Hier eine Honigbiene. Nicht erschrecken. Es riecht aber gut, das Schötchen. Sie riecht auch sehr intensiv. Also das ist auffällig. Also wenn man das kennt und in der Landschaft umherfährt, dann kann man diese Pflanze auch riechen, ähnlich wie den Raps. Und das essen die dann gern?
Ja. Die Bienen. Scheinbar. Ja. Also sie haben uns ja hierher geführt. Ja. Wahnsinn. Oh, wunderbar. So, mit einer Blume im Ohr sagen wir vielen herzlichen Dank. Und jetzt wissen wir, was die Bienen hier so gerne essen, nämlich das orientalische Zackenschötchen. Ich muss es nochmal sagen, weil es so herrlich ist. Wo wir beim Essen sind, essen Sie eigentlich gerne Erdbeerkuchen? Isst du gerne Erdbeerkuchen? Wer nicht? Ja, wer isst nicht gerne Erdbeerkuchen? So, und jetzt kommt, passen Sie mal auf, wie Ihr Erdbeerkuchen schmeckt. Das hat auch was mit den Bienen zu tun. Wenn er Erdbeerkuchen macht, dann ist ihm das Beste gerade gut genug. Ja, einen guten Erdbeerkuchen macht natürlich die Erdbeere aus. Das heißt, die aromatische Erdbeere und den Geschmack der Erdbeere. Wenn wir Erdbeeren haben, die nicht nach Erdbeeren schmecken, können wir auch den Erdbeerkuchen vergessen. Der Bäcker setzt deshalb ganz auf Qualität. Und die holt er sich hier, direkt vom Hof der Erdbeerbauernfamilie Mecke bei Göttingen. Doch es gab Zeiten, da hatten die Meckes große Qualitätsprobleme mit ihren Erdbeeren. Wir hatten also Probleme, dass wir viele Früchte hatten, die nicht richtig ausgebildet waren, also förmlich deformiert waren, so wie diese zum Beispiel hier. Und wir konnten uns dieses Phänomen nicht erklären. Durch Zufall treffen sie damals auf Björn Klatt. Der Göttinger Agrarwissenschaftler suchte Forschungsflächen für die Untersuchung verschiedener Bestäubungsarten im Obstanbau. Klatt hat sofort einen Verdacht. Die Probleme der Meckes könnten mit der Bestäubung auf ihren Erdbeerfeldern zu tun haben. Denn Erdbeerpflanzen können auf drei unterschiedliche Arten bestäubt werden. Zum einen fällt der Pollen von den Blüten herab auf andere Blüten und deren Blütenstängel. Aber auch der Wind weht Pollen von Pflanze zu Pflanze und bestäubt sie. Und dann ist da noch die dritte Möglichkeit, durch Insekten. Das Wissenschaftlerteam will die drei Bestäubungsarten vergleichen. Bei einem Teil der Pflanzen packen sie jede einzelne Blüte in Plastikfolie ein. Dadurch können sich die Pflanzen nur selbst bestäuben. Bei anderen Pflanzen sorgen Netze dafür, dass nur Windbestäubung möglich ist. Der Rest der Erdbeeren steht frei. Hier kommen Insekten zum Zug, vor allem Bienen. Und die will Klatt anlocken. Zusammen mit Kai Mecke stellt er Nisthilfen am Feldrand auf für Wildbienen. Die nutzen dankbar die neue Brutbehausung, denn ringsum fehlen solche Nistmöglichkeiten. Ab jetzt wird jeder Bienenanflug unter die Lupe genommen, unter anderem mit Kameras. Aber die Forscher beobachten die Bienen auch selbst und registrieren ihre Bewegungen. Big Brother auf dem Erdbeerfeld. Sie sind überrascht. Besonders über die neu angesiedelten Wildbienen. Auch wenn sie relativ wenige sind, ihre Leistung ist enorm. Natürlich machen die Honigbienen die große Masse der Bestäuber aus. Aber Wildbienen können bei viel widrigeren Temperaturen fliegen. Sie fliegen viel länger am Tag, bewegen sich effektiver auf der Blüte und können auch viel, viel mehr Blüten in einer kürzeren Zeiteinheit bestäuben. Aber sind die bienenbestäubten Erdbeeren auch die besseren Erdbeeren? Die Auswertung. Die selbstbestäubten und windbestäubten Früchte erscheinen geradezu verkümmert. Damit ist eindeutig klar, wie wichtig es ist, dass Insekten die Pflanzen bestäuben. Insekten sind deutlich effektiver als Windbestäubung, da sie viel mehr Pollen mitbringen als der Wind, aber auch natürlich sich anders als der Blüte bewegen, den Pollen viel besser verteilen. Hier haben wir eine sehr schöne Erdbeere, sehr schön geformt, so stellt man sich das im Allgemeinen vor. Daneben das genaue Gegenteil, diese Frucht ist nicht gut bestäubt worden, wir sehen starke Riefen in der Frucht, sie ist stark deformiert und viel, viel kleiner. Die Ergebnisse des Forscherteams enthüllen den unschätzbaren Wert der Bienen. Die von ihnen bestäubten Erdbeeren sind fester und haben eine rötere Farbe. Ihr Geschmack ist ausgewogener. Und insektenbestäubte Früchte bleiben über einen Tag länger frisch. Björn Klatt hat errechnet, dass Europas Erdbeerbauern mit Insektenbestäubung einen Mehrgewinn von jährlich 235 Millionen Euro erwirtschaften könnten. Bessere Qualität, längere Frische. Schon während der laufenden Versuche ist Erdbeerbauer Mecke überzeugt. Gleich nach der ersten Ernte haben wir eine deutliche Verbesserung feststellen können, haben zur Unterstützung noch eigene Nistkästen aufgestellt, um möglichst viele Wildbienen und Insekten hier anzulocken. Das Bienenhotel zahlt sich aus.
für Produzenten, Händler, Kunden und nicht zuletzt für die Wildbienen. Nistkästen für Wildbienen gibt es übrigens als Bausatz in jedem Baumarkt. Können Sie aber auch selber bauen und damit leisten Sie auf jeden Fall einen Beitrag zum Wohle der Bienen. Und wie wichtig es ist, die Bienen zu unterstützen, das haben wir ja heute gesehen. Das sind wirklich großartige Tiere, die Unglaubliches leisten. Deswegen sollten Sie zu Hause auch dafür sorgen, wenn es irgendwie geht, dass die Bienen bei Ihnen einen reich gedeckten Tisch finden. Also vielleicht mit einem, wie ist es jetzt nochmal, orientalischen Zacken, Schötchen oder wahlweise mit einem bengalischen Samtpfötchen. Also sorgen Sie dafür, dass viel blüht, damit die Bienen viel zu essen haben. Denn ohne sie haben wir ein Problem. Wir fahren jetzt nach Hause. Es geht da lang. Sicher? Ich dachte, es geht da lang. Wir finden es raus. Bis denn. Mein Kompass sagt hier. Ich folge deinem Kompass. Da lang.